Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy 13. So, wir sind hier mit Hope, Vanille und mit Zaz unterwegs und wir müssen hier lang. Ich bin gespannt, was uns jetzt... Hi, du hast mich ganz dezent erschrocken, ich habe dich nämlich nicht kommen sehen. Du bist alleine? Okay, alles klar, dann wollen wir mal. Das passt mir auch sehr gut in den Kram, denn ich habe mir hier aufgeschrieben, dass der Manipulator, dass der genauso wirkt wie der Prescher und die Schockleiste stabilisiert. So, das hier möchte ich jetzt mal ausprobieren. Die Vergeltungshymne. So, dann bin ich jetzt mal gespannt. Die Wahl. Okay, sie zaubert mir die Wahl. Hope, was machst du? Protest. Okay, Protest ist grundsätzlich toll. Zeit, dass du noch die anderen tollen Sachen lernst. Okay. Die Wahl. Ach so, alles klar. Jetzt sehe ich die Zustandsveränderungen, die er hat. Alles klar. Dann wäre es vielleicht doch jetzt vom Vorteil, wenn ich dann jetzt Risasa benutze, oder? Das wäre vielleicht ganz... Ja, sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Cool. Ich glaube, ich sollte sogar... Pass auf, Leute, pass auf. Ihr werdet es mir nicht glauben. Oh. Ich wollte eigentlich jetzt wechseln, damit jemand mich heilt. Oder beziehungsweise, dass Vanille geheilt wird. Aber hey. Oder war es Hope, der geheilt werden musste? Ist ja auch egal. Passivsuchsensor, okay. Mir wurde auch empfohlen, von diesen Komponenten, die sollte ich aufheben und sollte sie nicht verkaufen. Wäre nicht so toll. Okay, Moment, ich komme hier unten nicht rein. Nein, die Karte sagt nein. Okay, gut, dann eben nicht. Oh, hallo, was seid ihr denn für Viecher? Da oben ist was, wo denn? Wo ist oben? Meinst du die zwei? Oder fliegt jemand? Die sehen aus, als könnten die fliegen, oder? Da oben ist was, was sieht der denn? Hope, siehst du die Hoffnung oder was? Naja, komm, oh, schade. Schade, kein Präventivangriff. So, hallo, wer seid ihr denn? Habt ihr Namen? Inkubus. Ach du meine Güte. Okay. Na, die Schockleiste sieht doch gar nicht so schlecht aus. Vielleicht sollte ich nochmal mit dem Manipulator arbeiten. Das ist, doch toll, meine ich. Ja, das sieht gut aus. Oh, wir müssen dich gleich heilen, so wie das Ganze hier ausschaut. Ja, das ist gut. So, Moment. Heiler und zwei Verheerer, das ist doch gut. Ey, das hier ist super. Ja, super. Der ist schon erledigt. Okay. Ja, also der Manipulator scheint hier wirklich Sinn zu ergeben. Ist vielleicht gar nicht mal so blöd gewesen. Hätte ich vielleicht mal früher einsetzen sollen. Ich kann es auch kaum abwarten, bis wir nochmal mit Snow spielen. Weil die Shiva-Geschichte, die ist auch ein bisschen misslungen, ne? Ich hätte da mit Verteidigen arbeiten sollen. Und ich dachte so, nö, ich möchte lieber mit Eis arbeiten. Und ja, jetzt möchte ich das das nächste Mal mit Verteidigen probieren und möchte mal gucken, wie einfach dieser Kampf hätte sein können. Ja. Okay, nur drei Sterne, das macht nichts. Das waren die ersten Gegner, die ersten neuen Gegner, die wir bekämpft haben. Ja, das war eigentlich so, was ich sagen wollte. Okay. Also ich bin heute auch noch mal ein bisschen ver... Oh, nein, 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 nein. Isn't that a warship from Pulse? You mean they made it this far? Of course not. Not during the war, and not since. They might have tried, but none of their forces made it into Cocoon. They only damaged the outer rim. Then the Sanctum's foul sea pushed them back. What, you sleep through history? Ja, ich habe da tatsächlich geschlafen. So, what's a ship from Pulse doing here? Once the war was over, people couldn't live near the rim anymore, in places like the Hanging Edge. So the foul sea, they gathered up scrap from Pulse and used it for rebuilding here. This is what was left. A bunch of garbage. Who'd have thunk? A Pulse foul sea and who knows what mixed in with all the trash.
Who'da thunk? Okay, aber ich kann da jetzt nicht entlang laufen. Ach doch, ich muss sogar da entlang laufen. Okay, aber hatte ich hier nicht noch einen Weg? Moment, ich muss nochmal zurücklaufen, damit ich das nochmal aus der Perspektive sehe, wie ich sie eben gesehen habe. Okay. Hätte meinen können, da wäre noch ein Weg gewesen, aber nö. Okay, gut, alles klar. Ich hab's verstanden. Gibt keinen weiteren Weg. Oh, was war das? Wartet mal, wartet mal. Warum ist er denn da hochgesprungen? Ich wollte eigentlich mir die Pfütze betrachten. Achso, jetzt darf ich. Okay, jetzt nicht mehr. Alles klar, ich muss hier noch ein bisschen daran gewöhnen. Ja? Ist der alleine? Hi. Wir können uns nicht ranschleichen. Ach du meine Güte, bist du schnell. Ach, ihr seid zu zweit. Wo kommt denn der andere her? Habe ich nicht kommen sehen. Aber hey, das ist auch egal, weil wir arbeiten hier mit Manipulator und so. Und, das ist toll. Was habe ich mir denn noch aufgeschrieben? Achso, dass ich es auch sehr traurig finde, dass dieses Feature, wo die Gegner hier gegeneinander kämpfen, sehr selten vorkommt oder nicht so häufig vorkommt. Kommen soll. Ja, kann das nur weitergeben, was ich gelesen habe. Finde ich schade. So, ich glaube, wir können dann nochmal hier wechseln in die grüne Kette. Ja, sehr schön. Seht ihr, jetzt haben wir den auch im Schockzustand. Wunderbar, der ist schon vernichtet. Ein Traum. Super, dann dauert das mit dir auch nicht mehr lange. Vielleicht sollten wir nochmal zu Trisaster rüber wechseln, um das Ganze hier zu beschleunigen, damit wir auch 5 Sterne bekommen. Aber Neo, du musst dich schon wehren. Es bringt nichts, wenn du da einfach nur so da rumstehst. Oh, bin ich heute wieder so gemein. Oh, 32 Kristallpunkte. Ich habe eben gar nicht aufgepasst, wie viele Kristallpunkte wir da bekommen haben. Aber ich vermute auch mal so um die 32. So, hier muss ich mich ein bisschen umschauen. Ich glaube, ich werde hier mal die komplette 8 entlang laufen. Denn ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es hier das ein oder andere Item geben wird zum Aufsammeln. Vielleicht täusche ich mich auch hier und es gibt gar nichts zum Aufsammeln, ja. Ja, okay. Schade. Schade. Never get items. Okay. Oder Moneten. Wir haben schon länger keine Moneten mehr aufgesammelt, ne? Ja, eingesammelt. Aber was ist denn da los? Ist das euer Bunker oder was? Benno, was machst du denn da oben? Wie? Also unfassbar. Unfassbar. Wenn dich jemand angreift, ich kann dich nicht beschützen, da hast du Pech gehabt. Ah, da oben steht der. Ach du meine Güte, und dann springst du da runter? Ey, wie gemein ist das denn? Ja, super, ich hab gar nicht die Möglichkeit für einen Präventivangriff. Wenn ihr einfach nur dort steht und wartet. Okay, ich glaube, ich möchte hier nochmal Vergeltungsbühne benutzen. Denn Totes. Und was ist das andere, was du noch so zauberst? Auf. Wird Zeit, dass ich dir noch andere Sachen beibringe. Mir gefällt wie nennt man das denn? Argumentor? Seine Rolle. Meine Güte, war das ein schwerer Satzbau. Das war das Wort, das ich gesucht hatte. Mir gefällt diese Argumentor-Rolle bei Hope. Die darf er für immer benutzen. Ich glaube, so mit Angriffen, damit hast du es nicht so, ne? Soll lieber in Deckung gehen und uns schützen mit Otis, Shell und mit dem ganzen anderen Kram, den es später noch geben wird. Und ja, okay, den haben wir erledigt. Ich würde dann sagen, wir wechseln dann nochmal rüber. Vergeltungshymne, genau, das ist so toll. Komm, Hope. Achso, ja, jetzt kannst du gar nicht mehr zaubern, ne? Du hast nur die 2 Zauber Valium. Ich wollte schon Valium sagen. Okay, grüne Kette. Und ich bin so gespannt auf die anderen Bestie. Die anderen Bestien. Denn, so wie ich das rausgelesen habe, gibt es hier noch mehrere. Und muss ich die dann alle so bekämpfen, so wie wir Shiva bekämpfen mussten?
Ich finde es voll toll, dass wir die Shiva-Schwestern, entschuldigt, Schwestern, dass wir die als erstes bekommen haben. Aber ich muss mich daran noch ein bisschen gewöhnen, dass die jetzt zu zweit sind. Und das ist irgendwie so ein bisschen wie mit Transformers zu vergleichen, war? Weil, hi. Oh nein, kein Präventivangriff. Och Mann, ich hatte mich so gefreut. Und dann kam doch dieses blöde Ausrufezeichen. Och Mann. Was soll ich sagen? Achso, die können sich in ein Motorrad verwandeln, ne? Was gibt's denn noch so? Würde mich ja echt interessieren. Stimmt, kann ich die später alle zusammenbauen. Und dann haben wir so ein Mega-Sort wie bei den Power Rangers. Ey, das wäre so cool. Oder auch nicht. Also für Final Fantasy-Verhältnisse wäre das vielleicht dann doch gar nicht so toll. So, sehr schön. Ah, nein, ich muss mich heilen. Nanaki, schnell. Habe ich jemanden verloren? Nein, noch nicht ganz. Oh Mann. Ich war so gut. Dann bin ich fast gestorben. Aber nur fast. So, Haupt muss geheilt werden. Das ist ganz wichtig. So, und jetzt wollen wir hier nochmal. Genau. Macht ihr mal. Hier ist richtig toll, was ihr da macht. So, okay, dann würde ich sagen, dann wechseln wir hier in diese grüne Kette nochmal. Ich glaube, das hier ist dann effektiv, wenn ihr beide mit Zauber arbeitet und Vanille heilt uns. So zwischendurch mal so ein bisschen, ne? So. Und dann können wir jetzt zu Trisaster nochmal rüber wechseln. Ich glaube, ich habe den Dreh so langsam raus. Obwohl die letzte Aufnahme schon ein bisschen her ist, ne? Sehr schön. Oh, Patin erledigt. Na, sieh an. Wir haben aber trotzdem nur 3 Sterne bekommen. Ich verstehe dieses Sternensystem noch nicht so ganz. Aber hey, 45 Kristallpunkte. Vielleicht sollten wir später noch mal ins Kristarium gehen. Ist immer so das Highlight. So, wenn ich hier entlang laufen möchte oder springen möchte, wie auch immer, dann kann ich hier abspeichern. Wenn ich das möchte. Und ich kann hier noch einiges einsammeln. So, was haben wir denn hier? Eine Phönixfeder. Sieh an. Und hier ist noch was. Ja. Was haben wir hier? Ein Metallband. Oh. Dann wollen wir doch mal gucken. Wir haben schon 497 Kristallpunkte. Und Hope hat 695. Ich glaube, wir sollten gleich ins Kristarium gehen. Oh, meine Finger jucken. Okay, Moment mal. Nein, was mache ich denn hier schon wieder für Sachen? Anlegen. So, dann wollen wir mal gucken. Metallband. Oh. Die Magie sinkt. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Ja, das werde ich, glaube ich, euch nicht ausrüsten. Ich glaube, das Metallband ist eher sowas für Lightning. Die ist ja nicht so unsere Magierin. Kristarium, hallo. Das freut mich. So, jetzt möchten wir hier nochmal gucken. So, hier kann ich nochmal ein bisschen was freischalten. Angriffskraft plus 3. Sturmangriff. Das ist nochmal eine automatische Fähigkeit. Gut, das freut mich. Dann muss ich weniger drücken. Und Magie schaffen wir auch noch. Und das war's. Ära ist kompliziert. Gut. Augmentor. Courage. Okay, oh, es reicht nicht mehr. Schade. So, Vanille. Ich glaube, wir steigern bei dir Manipulator, oder? Wir haben ja nur noch maximale TP und Magie, so wie ich das sehe. Dann wollen wir das doch mal freischalten. Sehr schön. Okay, Heiler, wie sieht's hier aus? Maximale TP und Angriffskraft. Okay. Gut, von mir aus. TP. Magie plus 3 und Angriffskraft plus 3. Jetzt frage ich mich, kann die denn angreifen, wenn sie eine Heilerin ist? Hm. Mysteriös. Vielleicht geht das später ja. Man weiß es nicht. So, Magie plus 5. Dann wollen wir hoch in die nächste Etage und dann ist hier jetzt auch leider Schluss. Ho, mit dir möchte ich weitermachen. Wir machen Augmentor weiter. Das möchte ich gerne bei dir
Maximieren. Ach, das war's schon. Oh, das ist schade. Okay, Heiler. Maximale TP. Magie plus 3. TP plus 10. Magie plus 3 und Angriffskraft plus 3. Okay. Bei Hera, wie schaut's hier aus? Angriffskraft plus 3. Klappt's noch? Kommst du noch hoch? Nee, nicht ganz. Okay, gut. Alles klar. Reicht aber fürs Erste, oder? Kann man so lassen. So. Ich werde abspeichern. Ja, ihr dürft 3 rote Kreuze setzen. Ich werde abspeichern. So, Nanaki hat erfolgreich abgespeichert. So, dann wollen wir jetzt mal hier runterspringen und dann wollen wir jetzt mal hier weiterlaufen. Hope, alles in Ordnung? Ach, da oben stehen 2 Stück. Jetzt weiß ich auch, was Hope eben gemeint hatte, als er gesagt hatte, da oben. Wir können vermutlich gar nicht fliegen, ne? Habt ihr euch das Bein gebrochen oder was ist euer Problem? Hallo? Ach du meine Güte. Ich habe mich euch noch gar nicht so ganz angeschaut. Hey, hinter... Nein, noch Mann! Du hast ein schiefes Gesicht, oder? Komm, ne Papa. Ich sehe das nicht so ganz. Ah, Moment. Ich weiß, wo wir das gleich nachschauen können. Im Menü, ne? Da kann ich mir doch die Gegner anschauen. Den muss ich mir anschauen, tatsächlich. Ich finde die ein bisschen... Interessant, seltsam, merkwürdig. Wisst ihr, was ich meine? Oh, Sass. Oh mein Gott, das ist nicht gut. Ich glaube, wir sollten hier nochmal mit Manipulation und so arbeiten. Genau, mit Protes und so. Macht ihr das mal. Was? Hetzertanz. Ah, oh, nee. Hetzertanz ist nicht so gut. So, der ist weg. Vanille, du musst dich heilen. Oh, Moment mal. Der auf der rechten Seite, der sieht ein bisschen anders aus als die anderen. Du hast noch was auf dem Rücken. Ist das ein Kreuz? Oder was hast du da? Dürfen wir das sehen? Was du da so mit dir rumschleppst? Ich spare mir jetzt gerade meinen Kommentar, was ich gerade im Kopf habe. Ich würde eigentlich gerade nochmal sagen, wir wechseln nochmal zur Verteidigungshilfe. Oh nein, 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 nein. Wir sollten doch nochmal in die grüne Kette. Ich habe nicht gesehen. Oh Gott, hatte ich ein Glück. Vanille hätte sich fast verabschiedet. Oh, sie hat sich verabschiedet. Das hier ist nicht so toll. So. Dann arbeiten wir jetzt erstmal hier mit dir. Das bekommen wir auch so hin. Ich glaube, ich arbeite so. Ich glaube, das hier ist sinnvoller, oder? Genau. Jetzt zauber du nochmal Valum, genau. Ist Valum Shell? Sollte das nicht eigentlich Shell heißen? Oh, Vanille steht wieder auf. Na Gott sei Dank. Keine Sterne. Ja, ich war unfassbar schlecht. Vanille, das ist alles deine Schuld. Wegen dir haben wir keinen Stern bekommen. Okay. Gut. Ach, ich muss mich ja nicht heilen. So, was ist hier oben los? Achso, Moment mal. Jetzt fällt mir doch ein. Ich hätte es fast vergessen. Datenlog. Hier finde ich das, oder? Die Geschichte. Gegnerdatenbank, hier war's. Wilde Monster? Würde ich jetzt mal meinen? Blutbarsch? Nee. Nee, du auch nicht. Ein Dämon? Doch, es sind Dämonen. Kann ich dich auch bewegen? Nee. Inkubus. Okay. Ja, du bist schon ein bisschen seltsam. Du bist ein Succubus, okay. Bindet Angriffe auf einzelne Gegner. Senkt die Resistenz gegenüber physischen Angriffen. Deprotis-Effekt. Ah ja. Okay. Fand ich jetzt vom Design her gar nicht mal so schlecht. Ah. Genau, weil ich sie so toll finde. Stehen sie auch da oben. Aber nochmal die 2 verschiedenen, ne? Einmal der Incubus und einmal der Succubus. Succubus, den gab's auch. Succubus, so hieß er bei Charmed. Gab's da auch einen Dämon. Die war ganz scharf. Auf. Testosteron.
Jammertanz. Oh, er jammert. Oh my god, ich glaube, das hier ist nicht so toll. Ich glaube, wir sollten nochmal hier so mit Manipulator arbeiten. Oh, Incubus ist im Schockzustand. Leute, ihr müsst aufpassen. Ich glaube, ich muss gleich nochmal die grüne Kette aktivieren, oder? Jawohl, grüne Kette ist, glaube ich, gut. So, ihr seid noch zu zweit. Der andere hat sich verabschiedet, ist das richtig? Der Hetztanz. Ich weiß nicht, wen ich von euch als erstes eliminieren soll. Okay. Ich würde dann sagen, denjenigen, der sich im Schockzustand befindet, verschwindet. Oh Gott. Ich bin eben von meinem Mittagsschlaf wach geworden, ja? Also ich bin noch nicht so ganz bei mir. Okay. Zuckibus. So, dann wollen wir mal. Was mit euch los? Okay, gut, dann arbeitet nochmal bitte mit Manipulation und so. Genau, das sieht gut aus, ey. Das hier gefällt mir. Ich fange an, langsam aber sicher zu verstehen. Und hey, 5 Sterne! Super! Wen haben wir das zu verdanken? Bestimmt Seth oder Hope, ne? Ah, vielleicht auch Vanille, wer weiß. 60 Kristallpunkte, ja super. Noch einen weiteren Passivsuchsensor. Okay. So, meine Augen offen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass demnächst irgendjemand von oben hinunterkommen wird. So, hier haben wir nochmal ein Tor. Ich hoffe, Snow geht's gut. Ach, ich würde mir gar nicht so viele Gedanken darum machen. Dem wird's schon gut gehen. Hi. Na, alles... Oh, hi. Ey, ich hatte eigentlich noch voll Platz. Ich wäre locker um dich rumgekommen. So dick ist Seth gar nicht. Der ist überhaupt nicht dick. Ihr seid dick. Ihr seid einfach nur seltsam. Ah, das ist bestimmt wegen ihren langen Armen. Deshalb bin ich nicht dran vorbeigekommen. Ja, er ist im Schockzustand. Xenoroid. Dass ihr alle für Namen habt. Okay, Protest, danke, Vanille, danke schön, Hope. Vanille, wollte ich schon Vanille loben. Meine Güte. Danke, Vanille, dass du Seth geheilt hast. Ich glaube, ich sag die ganze Zeit Seth zu ihm, oder? Ach, das hier ist nicht so gut mit diesen ganzen Namen. Und hier ganz durcheinander. Okay. Nee, wir schulden ihr gar nichts. Ist schon okay so. Okay, ich glaube, wir können dann nochmal zu Trisasta rüber wechseln. Das ist schon okay so. Na, wo hängt's? Ja, das hat aber lange gedauert, Leute. Das hat aber lange gedauert. Wir sollten vielleicht nochmal Vanille in die Manipulator-Rolle schlüpfen lassen. Ach so, die hat aber jetzt schon alles gezaubert, was es zu zaubern gibt, ne? Dann können wir jetzt mit Disaster weiterarbeiten. Ja, sehr schön. Geht ihr die Schockleiste und zack, gleich gefüllt. Zack, sehr schön. Okay. Aber das hier gefällt mir echt gut. Ich mag das. Also vielen Dank für diesen tollen Hinweis, dass der Manipulator genauso gut wirkt, wie das der Prescher tut. Ja, danke. 58 Kristallpunkte. Eine Zündkerze. Yay. Ich habe zwar keine Ahnung, was wir mit einer Zündkerze tun können, aber wir werden sie bestimmt brauchen. Wegen einer Mission oder so. Anaki, sammle 50 Zündkerzen. Ich habe keine Ahnung. Okay. Oh. Sollte ich speichern? Diese Frage sollte ich grundsätzlich immer mit Ja beantworten, ne? Okay. Dann wollen wir mal. Was wird jetzt hier oben passieren? Ist hier jemand? Wie viele Leute können wir eigentlich maximal in der Gruppe haben? 3, ne? Denn der 4., der wird dann ausgegraut, war das so? Aber kann ich dann später mir aussuchen, wer von diesen Charakteren dann ausgegraut ist? Also wer dann nicht mit im Kampf mit dabei ist? Geht das? Ich
glaube, wir bekommen Besuch. Oh, hi. Wie geht's dir? Hey, welcome to the party. You miss us? Ich hab sie vermisst. Das macht sie halt noch mehr sympathisch, Entschuldigung. Okay. Ja. Oh, wir steuern aber immer noch. Sehr's. Moment mal, Lightning. So, jetzt möchte ich das mal ausprobieren. Paradigmen. Kampfmitglieder. Die Kampfmitglieder können gegenwärtig nicht ausgetauscht werden. Ach Mann, ich wollte aber jetzt Hope mit dabei haben. Und Vanille rausnehmen. Oh, schade. Okay, Hope. Dauert noch ein bisschen. Oh, sie hat 860 Kristallpunkte. Mensch, ich muss ins Kristarium mit Hope. Lightning. Entschuldigung. Entschuldigung. So, Brescher, dann wollen wir das doch mal. Marterstoß. Was macht denn Marterstoß so Tolles? Angriffe auf entkräftete oder manipulierte Gegner füllen geringfügig den ATB-Balken. Okay. Angriffskraft plus 7, das ist grundsätzlich toll. Und plus 4, na, wer sagt's denn? Also plus 11. Super. Mathe kann ich. Okay. Herr Hera, wie sieht's hier aus? Ach, hier können wir auch noch ein bisschen was lernen, meine Liebe. Guck mal, was wir dir hier so beibringen können. Oh, Elektroschlag. Ach, hi. Fertigkeit Elektroschlag gelernt. Ja, nice. Nicht genügend Kristallpunkte. Oh, schade. Da müssen wir später nochmal weitermachen. Lightning. Okay. So. Rechts und links. Was ist hier los? Hi. Lightning, wo bist du hin? Lightning, möchtest du mal vielleicht zurückkommen? Jetzt bleiben die penetrant hier stehen, ne? Dass die ja nicht von hinten angreifen kann. Ihr seid so richtige Schweine. Ja, ja, ich wollte es trotzdem ausprobieren. Hör auf zu heulen, du Lappen. Okay. Ja, ich... Moment. Ja, dann ist doch diese Rolle hier doch mega gut, oder? Die müsste doch dann mega toll sein. Gut, er kann scheinbar nur mit Courage arbeiten. Oder und mit Ena. Okay. Steigt Angriff und Magie. Alles klar. Lightning, wir wollen deine Magie... Ach, Vanille. Deine Magie möchten wir steigern. Okay, wir müssen grüne Front zur grünen Front rüber wechseln. So, und du musst bitte Lightning heilen. Komm, Vanille. Damit wir direkt nochmal rüber wechseln können. Sehr gut. Er ist im Schockzustand. Okay, dann würde ich sagen, dann wechseln wir nochmal. Hier. Hier hin. Ich glaube, das hier ist gut. Ja! Okay. Ena? Ah, das zaubert er jetzt für sich. Okay. Und Courage. Sehr schön. Gut, dann wollen wir jetzt wechseln. Verheerer, Verheerer und Brescher. Dann müssen wir jetzt unsterblich sein. So auf die Art. Unschlagbar, sagen wir so. So, können wir so lassen. Sehr schön. Und Lightning hat den letzten Schlag gehabt. 58 Kristallpunkte. Und noch ein Passivsuchsensor. Alles klar. Gut. Und weiter geht's. Ich finde das schade, dass die Gegner... was denn? Moment. Moment, hier oben steht jemand. Der springt bestimmt hier gleich runter, ne? Komm, spring schon. Ich weiß, dass du springen willst. Oh mein Gott. Du springst aber auch ganz schön. Ach, je. Aha. Okay, kann ich jetzt von hinten angreifen? Nee. Kann ich nicht. Schade. Leute, wir haben ein Problem. Ich bräuchte eure Hilfe. Okay. Inkubus, genau. Inkubus und Succubus, so hießen sie. Ah, er jammert wieder. Aber ja, sehr gut. Okay, jetzt ist nur noch einer da. Na komm schon. Sturmstoß. Ja, sehr nice, Lightning. Ja, super. Ich möchte jetzt 5 Sterne, bitte. Ich habe nämlich alles gut gemacht. Ja. Und 31 Kristallpunkte. Ein Großknochen. Ich glaube, das ist der erste Großknochen, den wir haben. So, kann ich hier was aufsammeln? Moment mal. Ich mag das nicht, wenn die Kamera sich so schnell dreht. Ich bin nicht so schnell. So, von da sind wir gekommen. Gut.
Hier konnte ich einmal rumlaufen und ich kann nichts aufsammeln. Alles klar. Gut, dann möchten wir noch einmal hier hochspringen. Oh. Ah, ihr wartet auf mich, ne? Ja, sehr schön. So, oh, hat der mich erschrocken. Ey, wie mies, oder? 3 Stück gibt es von euch. Alles klar. Und der jammert schon wieder. So, Moment mal. Ich glaube, ich möchte hier in diese Rolle nochmal schlüpfen. In den Augmentor. Nein, hör auf damit. Okay, du musst uns heilen. Oh mein Gott, ich glaube, das hier wird ein bisschen nicht so toll. Lightning muss geheilt werden, Vanille. Schnell. Oh mein Gott. Okay. So, jetzt sind noch 2 da, oder? Kann ich die Kamera hier drehen? Ich kann tatsächlich die Kamera drehen. Cool. Okay, das ging schnell. Super. Auch wenn Lightning fast gestorben wäre. Aber hey, Großknochen und Knochenstück erhalten. Ja, sehr schön. Gut. So, was können wir hier tun? Oh mein Gott. Ich traue der ganzen Sache hier nicht. Weiß der Geier, wer von... Doch, hier von... Noch... Weiß der Geier, wer noch von hier oben kommen wird? Meine Güte, war das ein schwerer Satz. So, dann wollen wir das mal aktivieren. Oh, sehr schön. Voll Hightech und so. Nice. Und ich muss jetzt vorgehen? Na, ganz toll. So, ich kann hier speichern. Aber ich glaube, das lasse ich jetzt. Na, wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Vor genau 10 Minuten. So, hi. Ey, Präventivangriff. Tatsächlich. Super. Ja, ganz toll. So, und ihr müsst sie jetzt alle angreifen. Kommt schon. Das schaffen wir, Leute. Sehr schön. Den haben wir jetzt auch, ne? Jawohl. Und weg. Kommt schon. Oh, schade. Okay, gut. Dann arbeiten wir hier ein bisschen anders. Den bekommen wir auch schnell gelegt. Na, komm schon. Warum sehe ich bei dir keine Zustandsveränderung? Vanille, du warst schon wieder zu langsam. Okay, aber immerhin 5 Sterne bekommen. Und noch einen weiteren Großknochen. Oh. Ich kann hier rein. Das konnte ich bei den anderen aber nicht. Einen Analysator erhalten. Alles klar. Nee, die sind dann verschlossen, ne? Ich habe da auch keine Möglichkeit, hier irgendwie die Tür zu öffnen oder so. Okay. Gut, eben nicht. Die wollen nicht, dass wir hier reinlaufen. Ja, ich bin schon weit vorne. Du musst mir nach, liebes... What the? Ja, ich bekomme hier echt Zustände mit euch. Jedes Mal erschrecke ich mich, wenn die da runterkommen. Muss ich ja aufpassen, dass ich nicht fluche. Ah. Da wird es mir schon wieder ganz warm. Mein Kaffee ist schon kalt, ne? Das ist super. Aber ich habe hier wieder mein Glas Kiefer stehen. Der ist so unfassbar lecker. Ich musste eben, als ich von meinem Mittagsschläfchen aufgestanden bin, musste ich tatsächlich noch einkaufen gehen. Ich dachte, oh nein. Ich komme zum Wochenende nicht zum Einkaufen. Weil ich halt so blöd arbeite. Und dann dachte ich, nein, ich muss nochmal unter Menschen. Das ist so schlimm. Ja, Vanille, sehr gut. Sehr gut. Ja, 5 Sterne, 32 Kristallpunkte. Oh, das kann den ganzen Tag so weitergehen. Okay. So, was passiert hier? Ich habe hier 2 Wege. Ich glaube, es wäre sinnvoller, wenn ich erstmal hier lang springe, oder? Oh. Ja, okay, vielleicht dann auch nicht. Vielleicht doch. Moment mal. Nein, schade. Kein Präventivschlag. Super, und das wäre bei euch so nützlich gewesen, ne? So. Lightning braucht Courage. Sehr gut. Bitte weiter zaubern. Jena. Ja, für Vanille. Das ist nicht schlecht. Dann steigt auch die Heilfähigkeit gleich, oder? Oh mein Gott, ich glaube, ich habe mich verdrückt. Ich wollte in die grüne Front gehen. Ich glaube, Lightning ist tot. Oder? Komm, Vanille, heil sie.
Oh nein, es war zu spät. Okay, das haben wir gleich. Das haben wir gleich. Vermutlich muss ich eine Phönixfeder benutzen. Nanaki, ich glaube, es ist wieder soweit, ne? Ja. Okay, gut, kein Problem. Gegenstände, Phönixfeder, Lightning, bitte. Bitte komm zu uns. Bitte komm zurück. Wäre nicht passiert, wenn ich mich nicht verdrückt hätte, oder? Vanille, ich müsste geheilt werden. Kannst du bitte dafür sorgen? Dankeschön, danke. Denk dran, wenn ich nicht geheilt bin, dann sterben wir alle. Sag mal, Lightning, was hast du denn? Das ist nicht so gut, was hier passiert. Kannst du mal bitte aufhören damit? Okay, Moment, was tue ich denn hier schon wieder? Ich benutze jetzt gerade eine zweite Phönixfeder. Ist nicht so toll. Ich weiß noch, wie so unheimlich stolz auf mich war. Als das hier alles so wunderbar toll funktioniert hatte. Okay. Ich sollte meine Lebensanzeige so ein bisschen besser im Auge behalten. Und weniger auf die Schadenspunkte gucken. Okay, ich glaube, es wäre wieder Zeit, in die grüne Front zu wechseln. Kann ich eigentlich? Oh mein Gott. Vanille, heil dich. Okay. Kann ich eigentlich den einen Gegner mit Feuer angreifen und den anderen mit Eis? Oder kann ich immer nur auf einen Gegner zaubern? Oder gibt es vielleicht später ein Tutorial darüber? Ich habe keine Ahnung, weil hier wird man ja ständig erschlagen von Tutorials. Und außer in dieser Folge seltsamerweise, ne? Bisher ist noch kein Tutorial gekommen. Das kommt bestimmt noch. Einen Flammenring haben wir erhalten. Ha! Das hört sich, glaube ich, gut an, oder? Na nein, ich glaube, das schützt uns nur, ne? Einen bestimmten Prozentsatz von Feuer. Feuerresistenz plus 20, ja. Nee. Brauchen wir vorerst nicht. Möchte ich nicht ausrüsten. Moment mal, mir fällt doch ein. Lightning, ich kann dir Metallband ausrüsten. Ich glaube, das wäre für dich ganz gut. Oder? Oh, die Angriffskraft wird auch gesenkt. Das mag ich nicht so. Eisenreif, 540. Aber die Angriffskraft wird gesenkt. Das mag ich nicht so. Okay, gut. Ich lasse einfach alles so, wie es ist. Wir hören einfach damit auf. Von hier bin ich gekommen. Gut, wir möchten weiterziehen. Lightning steht schon dort hinten und wartet auf uns. Wir sind ja schon zu langsam. Tut mir leid. Ich mag auch keine Menschen, die langsam sind. Ich mag grundsätzlich keine Menschen. Auch wie sich das anhört. Also ich mag schon Menschen, aber halt nicht alle. Es gibt halt viele seltsame Menschen. Und ich kann wieder speichern. Ja, und weil du das gesagt hast, werde ich speichern. Das ist mir schon ein bisschen... Ich rede heute wieder sehr viel wirres Zeug. In der heutigen Folge, wie ich merke. Moment mal, du kommst mir... Bist du ein Gegner, der in der Mitte... Ich möchte da jetzt mal hingehen. Komm, ja, ich hab mir sowas schon gedacht. X-Gerät aus Pulse. Ja, du hast ein bisschen Ähnlichkeit hier mit einem anderen Gegner. Okay, gut. Ein Bosskampf? Ich glaube ja, oder? Er ist alleine, das ist gut. Das hier ist jetzt eine Probe, inwiefern ich das Spiel verstanden habe, ne? Könnte ich mal sehr gut vorstellen. Kann ich eigentlich die Gruppenmitglieder nochmal wechseln, dass ich jetzt zum Beispiel mit Lightning arbeiten möchte, genau. Vanille? Ich wollte fragen, ob du auch arbeitest. Ich habe nämlich nichts gesehen. So, Courage. Genau. Das sieht gut aus. So, ich würde dann sagen, wir wechseln nochmal, denn sie zaubert nicht mehr. Ich glaube, wir probieren mal diese Rolle hier. Wir nehmen diese Rolle. Amtreinigung. Oh, das hört sich an wie mein Dampfgerät. Mein Dampfreiniger. Oh, der ist so toll. Gebe ich nie wieder her. Ich liebe dieses Teil. Mit dem Ding kann man alles putzen. Alles. Das Ding ist genial. Kann ich echt nur weiterempfehlen. Ich mache hier gerade Werbung, ne? Aber das Gerät ist so geil. Ich würde es nie wieder hergeben.
Ah nein, was tue ich hier? Ich wollte in die grüne Front wechseln. Ja, und du musst mich heilen. Danke. Okay, Vanille, du musst dich jetzt heilen. Oh, das hier sieht geil. Ey, wir haben den schon fast down. Super, Leute. Ich bin ja richtig stolz auf uns. Schade, dass wir den nur nicht mehr in den Schockzustand bekommen, ne? Oh, kommt jetzt eine zweite Welle oder so ein zweiter Angriff? Oh, oh. Ah, und du sollst überlebt haben, oder was? Ich finde das so toll, dass er immer nach seinen Gruppenmitgliedern fragt, wie es denen geht, ne? Das macht er jetzt, das macht er sehr häufig. Mir aufgefallen. Ich mag ihn. Okay, gut, dann machen wir mal weiter. Hey, die ganzen positiven Zustandsveränderungen sind weg. Okay. Okay, Spiel. Du willst spielen? Okay, dann spielen wir. Ist nicht nett. Achso, ich wollte doch eigentlich probieren. Achso, ich bin ja gar nicht ins Menü gekommen. Hat sich erledigt, Leute. Hat sich erledigt. Ich sag euch, ich rede schon wieder zu viel über was zu. Ja, ich weiß, es sollte mich heilen, aber ich war gerade am Trinken. Grüne Front, Vanille. Wir brauchen Heilung. Okay, und dann, wenn wir geheilt sind, dann würde ich sagen, dann greifen wir mit Verheerer und Drescher an, damit wir ihn schnellstmöglich in den Schockzustand bekommen. Oh, hier kommt nochmal die Dampfreinigung. Komm, Vanille, heil dich bitte. Okay, ich würde dann sagen, Blitzschlag. So, jetzt kann's losgehen, Leute. Haut drauf. Ja, wir haben ihn gleich im Schockzustand. Das dauert nicht mehr allzu lang. Na, kommt schon. Kommt, noch 7,4%. Jawohl. Sehr schön. Und ab geht die Luzi. So. Materfertigkeiten, hier Analyse, ne? Nee, alles klar, hat sich erledigt. Machen wir schon wieder seltsame Sachen im Menü. Na, komm schon. Ja, sehr schön. Hey, der greift trotzdem an. Trotz dass der im Schockzustand ist. Das finde ich jetzt nicht so toll. Ich dachte, die greifen nicht an, wenn die im Schockzustand sind. So kann man sich täuschen. Kommt vielleicht aber auch auf den Gegner an. Kann natürlich auch sein. Soll ich mich heilen? Oh, ich glaube, ich wechsle in die grüne Front. Bin ich gestorben? Oh. Super. So. Ich nehme euch hier nochmal mit und das ist ein bisschen blöd gelaufen, ne? Mit der Heilung habe ich halt einfach ein bisschen zu spät reagiert. Ja. Aber hey, ich habe dran gedacht, das ist schon mal viel wert für meine Verhältnisse, oder? So. Ich glaube, ich möchte aber jetzt nochmal hier mitarbeiten. Weil ich hier direkt mit Blitzschlag hier austeile und demnächst nochmal sterbe und so. Das wollen wir ja vermeiden. Kannst du mal bitte aufhören mit deinem Flammenangriff? Deswegen wäre vielleicht der Flammenring vielleicht oder Feuerring gar nicht mal so schlecht gewesen, den auszurüsten. Aber das schaffe ich auch so. Wir haben ja alle andere tolle Sachen ausgerüstet, ne? So, ich würde sagen, nochmal hier hoch. Hier, grüne Front. Oh oh. Serse ist geheilt. Das ist gut. Vanille, wenn du dich jetzt noch heilen würdest und jetzt noch mit Lightning ein bisschen heilen würdest, dann ist das in Ordnung. Sehr schön. Okay, dann können wir jetzt direkt nochmal rüber zu Blitzschlag rüber wechseln. Ja, das sieht gut aus. Perfekt. So, wir haben gleich die 200% erreicht. Aqua, genau, das ist gut. Ich glaube, dann könnte er vielleicht auch an einigen Stellen einrosten. Nee. Okay, sehr schön. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Dann sollte ich vielleicht nochmal... Nee. Das geht so. Ich lasse das jetzt mal so. Wir bleiben hier erstmal bei Blitzschlag. Oh oh. Okay. Ich glaube, jetzt wechseln wir zur grünen Front rüber. Wir wollen hier nicht nochmal... dasselbe Schicksal. Okay, so, jetzt können wir nochmal zu Blitzschlag rüber wechseln. Oh oh. Ah, ich glaube, dass die Angriffe, die eben gestorben sind, oder?
Ey, 360 Kristallpunkte. Der Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Oh, Modifikator-Kit erhalten. Und Lenoras Werkstatt. Was, wir haben eine komplette Werkstatt erhalten? Bessarium erweitert. Lightning, die Rolle Heiler freigeschaltet. Okay, und Sass, Brescher. Sehr schön. Nice. Super, cool. Können wir ins Kristallium bitte? Got me. Not even the Corps has access to intel on Pulse. Soldiers in the field fight blind. Yeah, I noticed that. But don't you need to know exactly what you're up against? Target's a target. You like to keep it simple, don't you? I stick to my goal. As long as you have a goal, you can fight? You can stay alive. Ja, ach so. Das ist die Werkstatt, die wir da erhalten haben, okay. Notorium. Ja, so viel dazu, ne? Doch in dieser Folge haben wir keins. Ja, doch. Okay. Durch die Einarbeitung von gefundenen oder erstandenen Komponenten in Waffen oder Accessoires können diese aufgewertet werden, um zum Beispiel ihre Wirkungskraft zu verstärken. Sogenannte Modifikationen werden an Speicherterminals vorgenommen. Nähert man sich einem Speicherterminal, so erscheint die Einblendung Benutzen. Wird die Benutzung mit A bestätigt, so erscheint ein Menü, über das sich Modifikationen auswählen lässt. Okay. Modifizieren Gegenstände. Okay. Knochenpanzer brauche ich, keine Ahnung, für was? Ja, vielleicht soll ich einfach mal weiterlesen, ne? Dann wird mir das dann bestimmt auch erklärt. Danach erfolgt die Auswahl der zu modifizierenden Waffe, respektive... Habe ich das gerade richtig gelesen? Danach erfolgt die Auswahl der zu modifizierenden Waffe, respektive des zu modifizierenden Accessoires. Ach du meine Güte, was ein Satz. Als nächstes wird die Komponente gewählt, mit dem der Gegenstand neu moduliert werden soll. Nach durchgeführter Modifikation werden Erfahrungspunkte EP ausgeteilt. Wurden ausreichend EP gesammelt, wird der Gegenstand aufgestuft und die Wirkungskraft von Fertigkeiten erhöht. Unter den Komponenten befinden sich auch solche, die einen EP-Bonus beinhalten. Das Verbauen von Komponenten mit EP-Bonus ermöglicht eine effizientere Aufwertung der Gegenstände. Abhängig von der Auswahl der Komponenten kann sich der EP-Bonus auch reduzieren. Alles klar, neuer Gegenstand. Ja, okay, Magnum, alles klar. Erst durch gezielte Modifikation und das Sammeln von EP kann das volle Potenzial von Waffen und Accessoires ausgeschöpft werden. Waffen und Accessoires, die ihre höchste Entwicklungsstufe erreicht haben, werden mit einem Stern gekennzeichnet. Ah, okay. Alles klar. Das habe ich verstanden. Durch die Einbindung sogenannter Fluxkatalysatoren, eine besondere Art von Komponenten, ist es möglich, den aufgemotzten Gegenstand in einen neuen Gegenstand zu transformieren. Obgleich der neue Gegenstand zu Beginn bisweilen heruntergestuft wird, entfaltet er durch weiteres Aufwerten seine wahre Kraft. Okay. Eisenreif. Diesen Gegenstand zerlegen, ach je. Unbrauchbare Ausrüstungsgegenstände können in ihre Einzelteile zerlegt werden. Dabei wird der ursprüngliche Gegenstand aus dem Inventar entfernt und als Liste verschiedener Komponenten mitgeführt. Offenbar gibt es Komponenten, die nur durch Demontage ergattert werden können. Ah, okay. Also statt sie dann aufzumotzen, kann ich sie dann zerlegen. Und dadurch Komponente gewinnen. Okay, auch nicht schlecht. Es existieren über 100 verschiedene Komponenten in unterschiedlichen Variationen und Eigenschaften. Um herauszufinden, welche Kombination von Komponenten zum gewünschten Gegenstand führt, bedarf es einer eingehenden Analyse. Okay. So, kann ich das jetzt ausprobieren? Ja, natürlich, ne? Ach nee, wir sind ja abgestürzt. Wir sind abgestürzt. Ich habe hier keinen Speicherpunkt.
Ich kann hier gar nichts machen. Aber doch, ich kann natürlich was machen. Ich kann ins Kristarium gehen. Hallo. So, Moment mal. Fähigkeiten können erweitert werden. Ja, ich möchte jetzt aber nochmal zurück. Hat jetzt Snow auch die Kristallpunkte erhalten, die wir jetzt hier ergattert haben? Oder hat er die jetzt nicht bekommen? Das wäre schade, wenn er die nicht bekommen würde. Och, Nanaki, was drückst du denn schon wieder? Kristarium? Oder möchten wir mal mit ihm weitermachen? Die Brecherfähigkeiten möchten wir dann mal erlernen. Oh, Verheerer. Okay. Oh. Oh, ich glaube, wir machen erstmal hier noch ein bisschen weiter, ne? So. Courage gelernt. TP plus 65. Okay. Vigilant. Was ist Vigilant? Noch nie gehört. Hallo? Moment, mal nicht so schnell da oben mit der Hilfe. Das Ziel wird bei Ausführung seiner Handlungen störanfälliger. Die eigenen Handlungen werden zerstörresistenter. Okay. Angriffskraft plus 3. Magie um 2. Oh. Was? Es reicht nicht mehr? Oh nö. Und bei Verheerer? Ach nein, ich habe 0 Kristallpunkte. Ja, okay, hat sich erledigt. Lightning, mit dir möchte ich da mal weitermachen. Heiler hatten wir dir jetzt freigeschaltet, ne? Aber ich glaube, ich möchte erstmal mit Brescher noch ein bisschen mit dir weitermachen. So, nachsetzen. War das auch eine automatische Fähigkeit? Ich habe das jetzt nicht gesehen. Steigerung von Angriffen. Geschockter Gegner wird in die Luft katapultiert. Ey, cool. Und dann springst du bestimmt hoch und schmetterst ihn nochmal wieder runter oder so? Das wäre voll cool. Angriffs... Oh nein, es reicht nicht mehr. Oh Mann, warum ist es denn so teuer hier in dieser Etage? Ich rede gerade davon, als würden wir uns in einer Mall befinden. Manipulator. Ich möchte mit dir erstmal hier weitermachen, denn diese Rolle, die steht dir sehr gut. Ja. Magie plus... Ernsthaft? Kosten 320 Kristallpunkte. Willst du mich veräpfeln? Also das ist echt schon ein bisschen übertrieben, ne? Das muss nicht sein. Oh, dann machen wir jetzt mit dir weiter mit Augmentor, ne? Diese Rolle gefällt mir. Ex-Eis. Ah, sieh an, das kennen wir doch. Angriffskraft plus 3. Ja, ja, sehr gut. Komm, Hope. Wie viel hast du noch? 162? Können wir Ex-Feuer noch lernen? Sehr schön. Okay. Gut, das scheint es jetzt vorerst mal gewesen zu sein. Und, ja. Dann, nein. Ich möchte noch ein bisschen weitermachen. So, hier kommen wir weiter. Das ist nett. Das ist nett. Ich möchte aber jetzt mal erst zum Speicherterminal und möchte da mal in die Werkstatt. Ich möchte mal gucken, was ich da so mit meinen neuen Komponenten anstellen kann. Das wird ein Kinderspiel. Was genau wird ein Kinderspiel? Vanille? Was siehst du? Siehst du mehr, als wir das tun? Ich gehe die Gegend auskundschaften. Okay, mach langsam bitte und pass auf dich auf. Ich weiß, das sind Sachen, die möchtest du vielleicht nicht hören, weil du halt eine taffe Frau bist und so. Aber ich möchte dir einfach nur damit sagen, dass ich mich um dich sorge. Und... Okay, dann tu du da mal in Ruhe auskundschaften und ich gehe in die Werkstatt. Doch eine tolle Sache, oder? Modifikationen. So, jetzt möchte ich mal gucken, ob ich das Ganze hier auch so richtig verstanden habe, so wie mir das erklärt wurde. Zerlegen. So, damit kann ich dann Sachen zerlegen, die ich zum Beispiel nicht brauche. Wie diese Waffe hier zum Beispiel, weil ich die ja doppelt habe. Dann wollen wir die mal zerlegen. Und wir haben einen... Gyroskop erhalten, was auch immer das sein mag. Aber ich glaube, mit diesem Gyroskop können wir bestimmt irgendwas Tolles modifizieren. Okay. Diese Waffe haben wir jetzt ausgerüstet, ne? So, und wenn ich die jetzt aufmotzen möchte, dann bestätige ich das jetzt einfach. Okay. Und kann jetzt Gyroskop nehmen und mache damit was? Ah. ...199 EP. Den Gegenstand aufwerten. Gladius Stufe 1. Ich weiß nicht. Was tut es denn?
Gegenstand aufwerten. Ja, aber ich sehe doch den Unterschied jetzt nicht. Okay, ich lasse mal die Finger weg. Brustknochen. Muss ich vielleicht auf 200 kommen? Nee. Okay, ich nehme das hier jetzt einfach mal. Ich klatsche das jetzt einfach auf die Waffe. Achso, ich brauche 800 EP. Alles klar. Okay. Gut. Zündkerzen gebe ich dir dann einfach mal noch. Hier oben haben wir noch tolle Sachen. Dunkelzahn. Wie viel EP bringen die denn? Ah, natürlich. Okay. Nee. Da lassen wir dann vorerst mal die Finger weg. Was bringt hier denn so eine Menge EP? Warum ist es hier nicht einfach sortiert, damit ich das besser sehe? Hier. Hier, zack. 1000. Oh, nee, so viel brauchen wir aber nicht. Ich brauche so um die 500. Ja, ich glaube, das reicht aber nicht ganz. Ah, doch, es reicht. Okay, die Angriffskraft ist gestiegen. Plus 31 haben wir jetzt statt 25. Und die Magie wurde auch gestiegen. Plus 3. Ja? Okay. So, und der nächste EP-Wert ist dann 916. Und dann bekomme ich auf Stufe 3. Ist das so? Ich möchte das jetzt ausprobieren. Ey, ich mach dich so wahnsinnig stark. Meine ich zumindest. Ob das wirklich so ist? Keine Ahnung. Wir werden gleich sehen. Knochenstück. Gott, was wollen wir denn mit 5? Jetzt. 168. Okay. Schmutzkralle sind 5. Das sind 86. Dann nehme ich mal 1. Ah, okay. Cool. Okay, ich glaube, das hier könnte mir gefallen. Stufe 3. Bis zu welcher Stufe geht denn das Ganze? Ab. Okay, ich lasse das jetzt mal so. Ich lasse mal die Finger weg, bis ich mehrere Infos von euch habe. Nicht, dass ich jetzt hier alles wieder ausgebe. Und, ja, dann werde ich dann jetzt auch an dieser Stelle den Part beenden. Und ich bedanke mich fürs Einschalten. Und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.